Ja, neues Jahr, neues Spiel, auch 2023. Ganz klar werde ich wieder Gelegenheiten nutzen, um Quick Stops zu machen. Und die erste Gelegenheit ist jetzt hier Anfang Mai. Ich bin im Bayerischen, so oberhalb von Bamberg, ein Stückchen weiter unter Coburg, ganz genau gesagt im Bonsai-Garten Birkach. Und bin zu Gast bei Ralf, der hier einen ganz tollen, schnuckligen, wunderbaren Garten hat und nicht nur Garten, er hat auch Felder, wo er Bäume heranzieht. Und wir starten was Neues in 2023, je nachdem, ob derjenige, den ich besuche, mitspielt. Und Ralf spielt mit und deswegen darf der Ralf einfach mal aufs Bild kommen. Servus. Grüß dich. Servus, Freue Ralf. mich. Also Freue mich. freue mich unheimlich, hier bei dir zu sein. Ja, mich auch. Freut mich, dass du mich besuchen kommst. Das Schöne ist, nicht nur ich habe Wind, du hast auch viel Wind Ja, hier. ich habe auch Wind. Ja, Ja, erzähl mal ein bisschen, seit wann machst du Bonsai, Ralf? Also machen tue ich seit 30 Jahren, mache ich das schon immer so ein bisschen nebenbei, immer mal wieder. Ich habe schon auch immer auf Felder aufgebaut und ja, aber im kleinen Stil nur immer. Und es hat mir immer schon Spaß gemacht und ja, und jetzt habe ich gedacht, jetzt probiere ich es mal ein bisschen größer zu machen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. So in der Super. Richtung. Ja, größer machen heißt, Ralf hat den Sprung in den professionellen Ja. Bonsai-Handel gewagt, hat auch eine Homepage, die blende ich euch irgendwo hier auf dem Bildschirm ein und natürlich kommt die auch in die Videobeschreibung. Und was sollen wir alten Männer hier jetzt rumstehen? Nee, wir gucken uns doch jetzt einfach mal Das finde ich hier gut. im Garten ein paar geile Bäume an, Das oder? machen wir. Das machen wir. Zeig mir doch einfach mal deinen Lieblingsbaum, Ralf. Wo müssen wir hin? Müssen wir vorwärts sich. Zeige ich dir, gehen wir da bei der Kiefer durch und dann. Kiefer, original aus Italien, hast du erzählt? Ja, das ist eine ausgegrabene italienische. Die steht jetzt da in dem Topf schon 3 Jahre. Gut angewachsen, kann jetzt eigentlich gestaltet werden. Klassischer Literat, würde ich sagen, ne? So ist es, genau. Und wenn ihr jetzt mal genau auf den Tisch schaut, das kann ich euch als Tipp gleich mitgeben: Kaffee, Bier, ach, das gibt es hier alles, wenn man zum Ralf zu Besuch kommt. So, was haben wir hier? Hier haben wir natürlich ganz viele schöne Bäume. Genau, aber der hier, das ist mein absoluter Lieblingsbaum, weil der Ja. so hässlich ist, dass er schon wieder schön wird. Also das ist einfach was Besonderes. Jetzt kann ich euch noch mal was an dem Baum zeigen. Der war nämlich mal um 90 Grad gekippt eigentlich. Da müssten wir mal außen rum. Am besten gehst du mal auf. Jawohl. Genau. Und zwar diese Seite, die wir jetzt sehen mit den Steinen, die war eigentlich unten gelegen und ja, und da war er nicht so aussagekräftig und deswegen habe ich ihn jetzt aufgestellt und es soll dann mal so eine Halbkaskade soll es dann mal werden. Und bei dem Baum handelt es sich tatsächlich um ja, eine meiner inzwischen auch Lieblingssorten. Kroatische Herkunft. Jawohl, richtig, Capinus orientalis. Ja, die orientalische Hainbuche. Und wenn wir hier gerade schon so schön sind, Ja. dann muss ich doch mal hier auf diese wunderschöne Natursteinmauer hier hingehen. Und klar, wenn man. Also man kann seine Bäume schön präsentieren, aber man kann sie auch sehr schön präsentieren. Und ach, Ralf, lass uns doch hier mal einfach entlang flanieren. Thank you.
begeistert. Ich sehe Lerchen und wenn ich Lerchen sehe, dann schlägt mein Herz höher. Feldahorn sehe ich hier. Das ist auch wieder eine orientalische. Auch eine Orientalin. Lerche. Was haben wir hier Hübsches? Auch eine orientalische. Auch ein, okay, ich glaube, wir haben die gleichen Vorlieben in einer gewissen Richtung. Also was Laubbäumler angeht, auf jeden Fall, die sind sehr schön. Da haben wir ein bisschen Hainbuche, genau. Ein bisschen was Größeres an Ahorn. Ach, im Endeffekt alles Mögliche. Das ist ein französischer. Ein französischer. Den nehme ich mal mit, den zeige ich euch gleich aus der Nähe, weil der fasziniert mich ja grandios. Französisch, orientalisch, also Frankreich, Kroatien. Was sind denn so die meisten Bäume, die du anbaust oder die Baumarten? Sind das auch viele heimische Bäume, das die sind, du auf den Feldern machst? Das sind auch heimische Bäume letztendlich. Der französische wächst bei uns genauso. Ich habe nur einheimische Sachen, sage ich. Also alles, was bei uns wächst. Ich will ja, dass die Sachen leicht über den Winter auch gehen, dass sie leicht zu halten sind. Weil alles subtropische oder chinesisch, weiß ich, haben auch ihre Berechtigung. Aber für mich ist es einfach zu kompliziert. Und so mit dem Acker bietet sich das einfach an. Und jetzt guckt euch mal das Teil hier an. Ich hoffe, ich habe es jetzt so einigermaßen auf dem Bild. Das ist doch was. Boah. Da braucht man kein Kopfkino mehr. Das ist schon echtes Kino. Jetzt erzähl mal, Ralf, wenn jetzt Leute ja hierher kommen und die sagen, ey, der französische Ahorn, der gefällt mir, den will ich haben. Du verkaufst die Dinger auch, oder wie? Ich verkaufe die, ja. Die kann man sogar dann mitnehmen für ein paar Mark. Euro. Wir sind, okay. Ja, ich bin da leider wegen altbacken. Dann hier zum Beispiel ist eine Quitte. Das ist eigentlich auch immer ganz schön. Wow. Also ihr seht ganz arg viele Schmuckstückchen. Und jetzt nicht, also ich habe vorhin so ein bisschen gesagt, Pre-Bonsai, das ist schon Zeug, wo man eigentlich nur noch in die Endgestaltung gehen muss, ja, oder? Ja, bei sowas muss man in die Endgestaltung gehen. Ich habe natürlich auch sowas, wo nur der Stamm dann da ist, ne, wo man jetzt wirklich sagen muss, hochwachsen lassen. 2 Meter zurückschneiden. Das ist eine Rotbuche? Ja, genau. Ja, jetzt sind wir eher so wieder in meiner Kategorie. Ja, Ralf, du legst hier gerade Pflanzen frei. Ist das so? Ja, das mache ich natürlich. Wir sind jetzt hier bei der Jungpflanzenwiese. Jawohl, im Moment so ist es ja eine Wiese. Was heißt das? Du machst jetzt außenrum das Unkraut. Jawohl. Wie sieht es aus mit über das Jahr an Pflege irgendwie Richtung Wurzeln oder sowas? Was machst du da? Das kommt drauf an. Also ältere steche ich vielleicht einmal aus und da siehst du schon, wenn du mal reinfilmst, also da ist auch dann schon anderes Substrat, mache ich dann da gleich immer mit rein. Okay, hier haben wir jetzt eine Kiefer. Das lege ich dann immer so rum frei und dann wird es halt außenrum gemäht, dass halt das Gras nicht das ganze Licht von den Jungpflanzen wegnimmt. Bei den älteren da drüben ist es dann nicht mehr ganz so wichtig. Aber und schaut mal hier, da stehen ein alles. Paar Stückchen, alles, alle möglichen Arten. Auch hier sehe ich jetzt Hainbuche, da sehe ich ein bisschen Ulme, genau. Da sehe ich Ahörner. So wird es gemacht, fast schon ein wenig zu hoch oder hier abgeschnitten. Neuer Seitenast wachsen lassen, das ganze Jahr. Dann ist der auch wieder so dick und dann wird er hier das wieder abgeschnitten. Das ist der berühmte Opfertrieb, oder? Ja, genau so ist es. Und hier auch wieder und eigentlich bei jedem. Das ist immer das gleiche alles, Spiel. Feldulmen, gell? Das sind Ulmen Minor, ja. Schön. So, hier sind wir jetzt an Pflanzen, die schon ein Stückchen weiter sind. Da hast du nicht erst einmal geschnitten. Da habe ich schon öfters mal was dran gemacht, jawohl. Und jetzt habe ich im Frühjahr jetzt wieder alles weggenommen. Und man sieht es jetzt hier und hier und überall. Dadurch, dass die halt auch im Boden sind und so sehr viele Wurzeln haben, treiben die jetzt wieder alle frisch aus. Und jetzt überlegst du halt wieder, was nehme ich dann? Welchen Ast lasse ich jetzt stehen und lasse den wieder hochwachsen und dann wird dieses Jahr nochmal wachsen gelassen und dann kommt er entweder im Herbst oder dann nächstes Jahr kommt er raus und dann ist das wieder einer von denen, die dann halt weitergehen. Hier genauso, hier sieht man es eigentlich wunderschön überall. Ja, wie er schön austreibt. Wann schneidest du immer? Einmal im Frühling und einmal im Herbst, je nachdem. Es sind hier ja einige Kiefern, die aber recht aufrecht wachsen. Nimmst du hier in deinem, nennen wir es mal Kindergarten, schon Ratungen vor, dass du den Stammverlauf ein bisschen beeinflusst? Ja, bei manchen so, ja, die Hälfte drahte ich immer, manche lasse ich gerade. Da habe ich schon mal erwähnt, da sieht man es einmal. Ne? Da habe ich jetzt letztes Jahr ein Draht dran gehabt, den habe ich dann weggemacht und dann haben die halt schon ein bisschen einen Schwung auf dem Weg. Schwung und dann schauen wir mal, wie wieder was rauswächst oder ich mache das dann als neue Spitze. Das, das entscheide ich immer aus dem Bauch raus. Bauch raus ist immer gut. Ja, jetzt waren wir mal so im Kindergarten, in der Vorschule, aber Ralf, du hast auch
Bäume, die schon ein Stückchen weiter sind. Gehen wir da mal hin? Ja, da können wir jetzt dann auch mal schnell rüber gucken. Das sind dann schon die, wo letztes Jahr rausgekommen sind, aus dem Feld zum Beispiel. Das ist dann Feld 2, Feld 3? Feld 2. Also jetzt gehen wir aus Feld 3. Wie viele Felder hast du insgesamt? 3. 3. Also Leute, es gibt Material hier. Ralf, jetzt sind wir wieder im Garten und gehen gleich auf Feld 3. Wie viele Bäume findet man denn bei dir? Also ich würde sagen, im Garten habe ich so 300, 350 Pflanzen, Bäume, aber davon sind 250, wo ich sage, wo mir gefallen würden, wo ich sage, die sind verkaufbar. Okay, und insgesamt mit Feldern? Insgesamt mit Feldern wäre ich so an die, ja, ein bisschen was über 1000 haben. Die wollen doch versorgt sein, aber ich sehe hier schon, was hast du denn da für riesen Big Packs? Ja, das ist halt für meine, wenn sie aus dem Acker rauskommen, stelle ich die dann immer in diesen Bims. Jawohl. Da habe ich hier so Bims oder da hüben dann so Lava. Das ist dann dieses klassische Lava. Ja, also beziehungsweise das ist, das ist jetzt Blähton, Lava Blähton. Auch noch. Aber so, ihr merkt, auch die Profis arbeiten mit den kleinen, gleichen Sachen wie wir, ja. Hobbyisten, nur die Mengen sind ein bisschen größer. Ja. Okay, Ralf, jetzt sind wir in Feld 3. Feld 3 sieht schon ein Stückchen weiter aus. Die stehen auch alle schon in Gefäßen. Kann ich die jetzt, wenn mir einer gefällt, kann ich die mitnehmen? Nein, jein, sage ich da mal. Also ich sehe das ja, ich weiß ja, was ich heuer erst eingetopft habe oder im Herbst, das würde ich auf jeden Fall noch nicht her. Und die Bäume stehen mindestens ein Jahr bei mir in den Schalen oder in den Töpfen, dass ich sicher bin, dass ich weiß, dass sie angewachsen sind. Also es geht gar nicht anders. Das ist dann so ein bisschen auf Sicherheit gehen, auch für deine Kunden natürlich, dass die wissen, die sind schon mal in dem auf jeden Fall angewachsen, die Bäume. Ja, die haben ein Jahr hinter sich an Frost und alles. Also die sind, da bin ich mir sicher, dass die wachsen. Aber Safety first? Selbstverständlich auch. Klasse. Boah, also richtig tolle Teile. Mein Liebling habe ich schon erkannt. Gut, dass der nicht in den Kofferraum passt. Brutal. Wie kommst du an sowas? Ja, den habe ich bei einem Bekannten ausgegraben. Das war auch ein Spaß. Also ein Gartendori. Ein Gartendori, genau, ein so ist es. Gartendori. Na also, seht ihr, das geht auch. Also ihr merkt, ihr werdet hier auf jeden Fall fündig. Und fündig werdet ihr nicht nur hier. Schaut auch mal bei Ralf in seinen Internetshop rein. Da stellt er immer wieder neue Bäume rein. So ein bisschen Zubehör gibt es auch dazu. Vor allem die Schalen, in denen er seine ganzen Rohlinge und Pre-Bonsai reinpflanzt, die kriegt ihr da auch. Aber ich glaube, der Hauptpunkt sind einfach die Bäume, Ralf, ja, oder? Ja, 90% sind Bäume. Ja, Ralf, vielen, vielen Dank für den Rundgang. Wirklich beeindruckend. Natürlich auch für die Bewirtung. Und ja, wie findet man dich, haben wir gesagt, im Internet? Ja, habe ich einen kleinen Webshop, da ist auch die Adresse drin. Öffnungszeiten, und wie hast du deine Öffnungszeit in der Regel? Oder wann bist du da? Von 9 bis 17 Uhr. Und am Wochenende bin ich am Samstag auch eigentlich immer da. Am besten mit mal kurz davor angerufen, mal geschrieben oder was, E-Mail, da ist immer sicher. Okay. Na, da ist man sicher, dass man da ist. Was soll ich euch jetzt noch erzählen? Also wir zwei haben uns jetzt sicherlich noch ein bisschen was zu erzählen, aber da braucht ihr jetzt nicht dabei sein. Ich sage danke an Ralf, Bitte auch gerne. Die tolle Bewirtung hier. Ihr seht im Hintergrund nochmal seinen Lieblingsbaum und hier vorne sind noch zwei Bäumchen, zwei kleine Oliven, jawohl, die mich total begeistert haben und mich wieder mal in Richtung Mame faszinieren. Ich glaube, das muss ich auch irgendwann nochmal anfangen. Und ansonsten, Ralf und ich sagen danke, dass ihr dabei wart. Lasst uns in dem Fall gerne einen Daumen da und wir sehen uns das nächste Mal bei irgendeinem Quickstop oder bei irgendeinem anderen Video von My Bonsai & Koi. Ciao, ciao, bis dann. Servus.